als Zuschauer dieses Kanals wisst natürlich, dass ich im Bereich Mac unterwegs bin. Als Computer verwende ich ein iMac und ein MacBook und natürlich die iOS-Devices, also ein iPhone und ein iPad. Und ab und zu kommen diese Software-Apps hier ja auch in den Videos vor. Und ich wurde schon des Öfteren darauf angesprochen, dass ich die Software SatSat nochmal vorstelle, die auf iOS läuft. Und SatSat ist ja eine Software zum Tracken von Satelliten. Die funktioniert sehr gut, die habe ich hier halt auch häufig im Einsatz, insbesondere wenn ich mal so die ISS tracke oder halt die entsprechenden FM-Satelliten, die man dann auch ganz gut einfach mit einem Handfunkgerät empfangen kann. Ich verlinke dazu nochmal hier unter dem Video ein anderes Video, in dem ich das gut erklärt habe. Ja, heute geht es um SatSat und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin Michael, Delta Lima 2, Yankee Mike Romeo und ihr seid herzlich willkommen hier auf diesem AFU-Channel. Ja, unter dem Video wieder entsprechende Links zur App und weiterführende Links. Guckt da einfach mal unten rein und mich würde das mal interessieren, was für Apps verwendet ihr denn auf eurem iPhone oder auf eurem iOS-Device? Vielleicht ist da ja auch mal was Neues für mich dabei, was ich mir ansehen kann und dann vielleicht auch mal hier ein Video zu machen kann. Aber jetzt geht's erstmal los mit SatSat. Wir sind jetzt hier bei mir auf dem iPhone und wir starten jetzt hier einmal die App SatSat. Wenn wir sie gestartet haben, kommen wir hier in diesen Eingangsbildschirm, wo die Satelliten zu sehen sind, die ich für mich hier definiert habe. Am besten geht ihr erst einmal hier unten rechts auf die Settings und dort auf Download TLE Updates. Gehen wir einmal drauf, dann seht ihr Successfully Updated Satellites Data. Das heißt also, hier wurden jetzt die aktuellen Satellitendaten geladen, sodass das Programm auch die Bahnen der Satelliten berechnen kann. Ich gehe wieder hier unten links auf MySats, also meine Satelliten, und kann jetzt auch hier oben, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich hier die ISS nehme, nach links swipen und könnte sie hier aus der Liste entfernen. Aber die ISS ist mir wichtig. Ich kann hier oben auch ein Search machen, wähle die ISS wieder aus und dann habe ich sie hier auch wieder drin. Hier sieht man also alle Satelliten, die ich definiert habe. Ich kann hier nochmal irgendeinen anderen dazu nehmen. Der erscheint jetzt hier auch, der AAUSAT 2. Und ja, das würde jetzt hier alles erscheinen. Ich lösche den erstmal wieder raus. Also hier sehe ich jetzt die ganzen Satelliten, die ich definiert habe in dieser Liste. Hier stehen also die Satelliten drin und der nächste Aufgang des Satelliten. Also hier ist Next AOS, das ist Next Acquisition of Signal, also wann ich das erste Signal von dem Satelliten höre, das wäre hier im Bereich AMSAT Oscar 85, wäre der nächst zu hörende Ton 12 Stunden in 12 Stunden und die Duration, also die Zeit, in der der Satellit sichtbar ist, wären hier 11 Minuten. Was wir hier rechts sehen, 20 Grad, 52 Grad, 56 Grad, das ist die maximale Elevation des Satelliten. Das heißt, wie hoch, das ist dieser Höhenwinkel, wie hoch der Satellit am Horizont aufsteigt. Und je höher das ist, das geht also bis 90 Grad, das würde bedeuten, dass er mir direkt über den Kopf fliegt. Und wenn ich halt hier nur zum Beispiel wie bei dem HuskySat 12 Grad habe, dann steigt er gerade 12 Grad über dem Horizont auf. Der längstmögliche Überflug direkt von West nach Ost zum Beispiel, der direkt bei mir über den Kopf geht, würde dann hier mit 90 Grad auftauchen. Ich gehe jetzt mal rein in diesen AMSAT Oscar 92. Also da ist das nächste Signal in einer Stunde. Und zwar ist der 10 Minuten zu sehen. Ich klicke da mal drauf. Und wenn ich da reingehe in diesen Satelliten, dann sehe ich hier oben die Karte, also die Weltkarte, wo der Satellit sich gerade befindet. Ich kann das zum Beispiel mit der Geste hier, mit der Zoom-Geste, kann ich da reinzoomen und kann mir das genauer ansehen. Und hier unten in der Tabelle sehe ich dann den Azimut, das ist halt die Richtung, in der der Satellit sich gerade befindet. Wenn ich ihn jetzt anpeilen wollte, was natürlich nicht geht, weil er noch unter dem Horizont ist, aber die Richtung, in der er ist, das wären jetzt 179,85 Grad.
Das ist also fast genau Süden. Die Elevation, also der Höhenwinkel, ist minus 52 Grad. Klar, weil der Satellit noch nicht aufgegangen ist und unterhalb des Horizonts ist. Die Altitude, das ist die Höhe, die liegt bei 516,5 Kilometer über der Erde. Da saust er also rum. Und die Range, also die Entfernung von mir, sind im Moment 10.800 Kilometer. Und die Range Rate, das ist hier quasi die Geschwindigkeit, mit 4,2 Kilometern pro Sekunde. Der Doppler-Effekt, das ist ja die Verschiebung der Frequenz, die liegt im Moment bei minus 1883 Hertz. Darunter sehe ich die nächsten Durchgänge oder Übergänge des Satelliten hier an meinem QTH. Also der nächste interessante Übergang wäre hier mit, nehmen wir mal den 56 Grad Übergang aus, der nächste gute wäre dann hier mit 52 Grad, und wenn ich da draufklicke, kriege ich hier die Anzeige, wie dieser Satellit jetzt hier über mein QTH fliegen würde. Also in dieser Kompassanzeige sehen wir, dass der dort aufgeht, wo die Linie grün ist. Man muss sich das vorstellen wie so eine Himmelskuppel. Wenn ich also in Nordrichtung gucke, dann würde der Satellit quasi von hinten aus dem Süden so rechts an mir vorbei, also östlich an mir vorbei, und im Norden oder im leicht nordwestlich dann wieder untergehen. Die genauen Angaben sehen wir dann hier unten in der Tabelle. Also der Aufgang des Satelliten ist um 22:52 und 57 Sekunden bei 154 Grad. Und der Untergang, also Lost of Signal, ist dann bei 351 Grad. Hier ist noch die Doppler-Shift bei Aufgang und die Doppler-Shift bei Untergang. Und die maximale Elevation dieses Übergangs beträgt 51,7 Grad. Ich gehe hier mal wieder zurück. Übrigens, euer QTH, das könnt ihr hier einstellen. Hier oben Active Location. Ich habe das hier passend eingestellt. Man kann halt sagen Set New Location. Dabei kann man halt auch das GPS nutzen. Und dann wird das hier auch automatisch eingetragen. Ja, wenn wir jetzt nochmal hier reingehen, zum Beispiel bei der ISS, dann sehen wir hier wieder diesen Bildschirm. Hier oben übrigens auf diesem Kreissymbol unterhalb des Batteriesymbols auf meinem iPhone, da ist dieses komische Kreissymbol. Und wenn ich da draufklicke, dann verändert sich hier unten, guck mal unten auf die Frequenzanzeige, da verändert sich die Frequenz etwas. Und zwar wird dann, wenn ich hier draufklicke und auch hier unten dieses Kreissymbol erscheint, wird die Frequenz angezeigt, die quasi um den Doppler-Shift bereinigt ist. Also die Frequenz müsste man einstellen. Und wenn ich da wieder drauf gehe, ist es die Frequenz, die Mittenfrequenz oder die Frequenz, auf der die ISS zum Beispiel jetzt hier in diesem Falle eigentlich sendet. Ja, hier kann ich wieder runtergehen und sehe die ganzen Überflüge und sehe hier zum Beispiel am Samstag, der 14.03.13:47 Uhr, 85 Grad. Ich stelle das mal hier nach ganz oben. 85 Grad, wenn ich da draufklicke, das ist ja ein nahezu perfekter Übergang. Der zweite Punkt unten im Menü, das wäre dann die Map. Da sehe ich nochmal die Karte und sehe hier alle Satelliten, die ich hier definiert habe im ersten Screen, wo die sich gerade befinden. Hier kann man sich auch einen ganz guten Überblick verschaffen. Der nächste Punkt live ist dann hier, da kann ich den Übergang live verfolgen vom Satelliten. Also wenn jetzt einer käme, mal gucken, ist denn hier einer aktiv? Hier ist jetzt leider keiner aktiv. Es wäre dann in dem Fall so, wenn er jetzt hier zum Beispiel im Westen aufgehen würde, wird hier ein Punkt erscheinen und der wird dann hier rüber gehen und ich könnte live verfolgen, quasi wie in dieser Projektion des Himmelszeltes über mir, wie sich der Satellit hier bewegt. Der nächste Punkt, Kalender. Hier sind also jetzt im Gegensatz zu vorhin, wo ich immer die Überflüge eines einzelnen Satelliten gesehen habe, ist es hier so, dass alle Satelliten, die ich definiert habe, die für mich wichtig sind, im ersten Screen, die werden hier mit ihren Überflügen angezeigt. Ich kann also jetzt nicht sehen, wann hat die ISS, oder ich kann jetzt nicht nur sehen, wann hat die ISS beispielsweise ihren besten Überflug, sondern ich sehe auch die anderen und sehe hier zum Beispiel HuskySat 1 hat hier mit 46 Grad einen Überflug und HuskySat 1 hier nochmal mit 88 Grad. Das ist ein sehr guter Überflug. Und da kann ich dann natürlich reingehen und sehe hier wieder alle die eben besprochenen Daten.
Ja, was kann ich in den Settings noch einstellen? Also hier kann man zum Beispiel einstellen, welche Überflüge angezeigt werden sollen, hier bei Satellite Filter Pass. Das ist nämlich Filter Pass kleiner 5, soll nicht angezeigt werden. Das ist der Elevationswinkel. Wenn ich jetzt sage, so die Überflüge, diese schwachen Überflüge kleiner 5 Grad interessieren mich nicht, dann werden die nicht mehr angezeigt. Ich kann auch sagen, dass mich die Überflüge mit 40 Grad oder kleiner 40 Grad hier überhaupt nicht interessieren. Und wenn ich jetzt wieder hier unten auf Maisatz gehe, dann sehe ich keine Überflüge mehr, die kleiner als 40 Grad sind. So kann man sich das Ganze hier noch etwas einstellen und definieren. Ich sehe aber ganz gerne immer die kleineren Überflüge auch. Und insofern lasse ich das mal auf 5 stehen. Ja, hier, wie eben schon beschrieben, immer mal wieder drauf tippen, dass man die aktuellen Satellitendaten hat. Und hier unten gibt es noch Informationen zur Lizenz und Infos zum Programm nochmal vom Autor hier, von Fabrice, Kilo X-Ray 6, November X-Ray Kilo, der das Ganze hier fabriziert hat. Fabrice fabriziert, also der Programmierer dieser App. Und auch an ihn an dieser Stelle hier einmal vielen Dank für diese tolle App. Also ich nutze die viel, wenn ich wissen will, wo Satelliten dann sichtbar sind oder wann Satelliten sichtbar sind, dann gucke ich in der Regel hier rein und werde dann hier auch letztendlich fündig. Ja, und was noch richtig krass ist, wenn du ein MacBook hast oder ein Mac Mini oder so, wo man im Moment auch den neuen Prozessor drin bekommt, also den M1-Prozessor, dann läuft diese App auch auf deinem Computer. Ich starte die hier mal. Und da haben wir sie schon. Satt. Hier habe ich jetzt nur die ISS definiert. Wir können hier aber zum Beispiel nochmal den AMSAT Oscar 7 mit dazu nehmen. Ja, und dann haben wir das hier und können das hier genauso benutzen, wie ich das auf dem iDevice dann auch machen würde. Allerdings hier auf dem MacBook oder auf dem Mac nutze ich SatSat eigentlich nicht. Dafür nutze ich die Software Rotor von DL2 rum und die hatte ich euch ja in einem anderen Video schon mal vorgestellt und die finde ich also hier in diesem Bereich einfach besser. SatSat, eine tolle App für iOS und wie ihr gesehen habt, läuft das sogar auf dem neuen M1-Prozessor von Apple hier auf meinem MacBook Air. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wenn dem so ist, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr eine Information bekommt, wenn es hier auf eurem AFO-Channel wieder etwas Neues gibt.